Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Guild im Auditorium. Wir müssen jetzt die Show unterbrechen. Wir dürfen uns natürlich dabei nicht von diesem Viech, was da oben hockt, erwischen lassen. Na, es darf. Ja, das darf nicht passieren. Jetzt war den mal kurz die Runden ab. Ja? Ich wollte doch die Runden abfahren. Jetzt ist er böse. Jetzt ist er sauer. Mann! Komm, leuchte woanders hin. Jetzt hält er aber auch drauf, ne? Jetzt wollte ich rennen, aber das funktioniert gerade nicht. Ich komme, Emily. Ja, rennen ist dann auch nicht. Jetzt wollte ich einfach nur ganz schnell rüberrennen, das bringt nichts. Jetzt rennt sie aber weg, ne? Ist es vorbei? Es ist vorbei! Ne? Komm, gib auf. Was habe ich eigentlich aufgehoben? Eine Dose.
war schräg. Wenn die mich erwischt hätten. Nein, Sal, denk nicht mal daran. Du musst hier raus. Von solchen Kunstpuppen verfolgt zu werden, kennen wir ja schon aus Little Nightmares. Tja, wo schiebe ich das jetzt hin? Na, das sieht doch gut aus. Batterie kann man eh nicht wirklich mitnehmen. Das sieht hier total anders aus. Diese Statue habe ich noch nie gesehen. Na, die gucken doch zu mir. Die drehen sich in meine Richtung. Toll. Okay, war doch noch nicht ganz gefüllt. Der Ausgang ist versperrt von was Komischem. Na klar, was hatte ich erwartet? Die Vogeltür ausschließen. Sieht aus, als würde einer fehlen. Der andere ist schon da. Okay. Super. Von der anderen Seite verschlossen. Na klar. Verschlossen. Ach, jetzt sind die alle zu, die Türen hier. Ja, da geht's auch nicht weiter durch. Aber, da wollte ich gerade sagen, wozu dann hier der Gang? Stell mich mal wieder hin. Da fehlt was, so wie es aussieht. Aber was? So eine Maske, denke ich mal. Jetzt haben wir mal ein bisschen die Tür aufgeschlossen. Da ist ein Steinchen. Aber hier ist auch Strom. Der Strom kommt von draußen. Aber ist da auch der Schalter? Ist nicht hier. Ich kann ihn ja nicht ausmachen, den Automaten. Ja, da ist ein Stromkasten, aber da dran rumspielen dürfen wir auch nicht. Hier ist. Nee, da geht's nicht lang, da brennt's. Das heißt. Vielleicht könnte sie durchrennen und gerade so es schaffen. Aber muss ja nicht sein. Von der anderen Seite verschlossen. Hier ist auch Strom. Da ist ein Knopf.
Aber damit mache ich den nur an. Ich will den ja aushaben. Es ist nicht dieser Schalter. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Toll. Ihr bleibt da so stehen, ne? So viele Puppen. Was machen Sie damit? Da ist dieses Maskenteil. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Okay. Abmachen dürfen wir die Kette auch nicht einfach. Da fehlt ein Ventil. Na gut, vielleicht sollte ich erstmal eins nach dem anderen machen. Bringen wir das hier erstmal zurück. Jetzt kommt die schon wieder. Anderen Seite verschlossen. Hm. Du siehst mich ja nicht, ne? So, welche Tür hatte ich jetzt geöffnet? War das diese? Ja. Ach. Ein Geheimfach. Und jetzt haben wir einen Schlüssel zum Kunstraum. Strom hier abstellen. Ich möchte gerne an diesen Stein ran. Welcher ist jetzt der Kunstraum? Ich bin im Büro. Genau gegenüber. Da sollen wir hin. Ein Ventilrad. Aber das ist so weit oben. Ach, wie gemein. Und das Rad wird da oben von irgendwas gehalten. Komm, gib mal her. Lass mal los. Kann ich am Schrank wackeln? Ist hier irgendwas zum draufklettern? Sieht nicht danach aus. Oder brauche ich eine Büchse, um das runterzuschmeißen? Holen wir jetzt mal eine Dose. Hier war doch gleich ein Automat.
Bleibt unbeeindruckt. So kriegen wir es da nicht runter. Da muss es ja auch irgendwie durchgehen. Aber wie? Na gut, die Frage ist im Moment auch wozu. Wie komme ich da hoch? Ja, da wird es mir jetzt angezeigt, dass da ein das etwas ist, was ich brauche. Aber der Quarz wird mir auch angezeigt. Ich werde dieses Viech hier erstmal erledigen. Vielleicht kann ich irgendwie was da hinschieben oder so. Da würde mich das Viech nur stören. Nein! Jetzt hat es mich genau gesehen. Mann, du stirb doch mal. Also, das Viech, ich Emily. Also manchmal geht's ja, ne? Aber oftmals sind die echt gemein. Wenn ich hier den Strom anstelle, was genau bewirke ich damit eigentlich? Der Aufzug ist es nicht. Jetzt auch nicht großartig rein oder so. Von der anderen Seite verschlossen. Hier war eine Kette drum. Genau. Und rein kann man hier nur. Und hier kommen wir nicht weiter. Hier wird's. Ja, hier brennt es komplett. Da oben ist doch ein Viech. Ist jetzt auch eine schöne Leiter, ne? Aber im Moment hilft sie mir nicht viel, weil ich sie nicht greifen kann. Okay, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ich brauche das Ventil, aber wie komme ich daran? Ist mit einer Kette verschlossen. Die Kette kann ich nicht aufmachen. Ich brauche Bolzenschneider.
Solange hier keine Monster rumrennen und man sich frei bewegen kann, ist das immer noch ganz cool. Gerade bei so größeren Rätseln wie jetzt dem hier gerade. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach. Wie komme ich da oben ran? Was hochschmeißen bringt nichts. Ich muss also irgendwas hierher kriegen, damit ich da hochklettern kann. Ich kann hier auch nirgends hoch und ja, über irgendwas drüber laufen. Ich komme da nicht mal da hinten in die Ecke. Die Tür halt einfach zu. Von der anderen Seite verschlossen. Hier ist der Aufzug, da ist Strom. Den Strom will ich abstellen, weiß aber nicht wie. Ach Gott, das. Das wird nützlich sein. Sieht nützlich aus. Das ist auch so ein. Da bin ich ja hochgeklettert. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Nein. Ein Zurück gibt es da an der Stelle nicht mehr. Irgendwas muss es ja hier mit dem Aufzug auf sich haben, wenn man hier so sich das anschaut. Da ist eine Leiter. Da ist halt auch so ein Schacht. Es gibt hier keinen Weg, den man laufen könnte. Das mit dem Strom. Dort. Da sind die Ventile. Man müsste irgendwie hier rein können. Diese ist mit einer Kette verschlossen. Blöde Kette. Wobei, eigentlich stört die auch nicht, oder? Ja doch. Könnte die Leiter. Wenn denn an die Leiter kommt. So viele Puppen. Da oben ist auch ein Schacht. Der mir im Moment einfach nichts bringt. Ich, genau, das will ich ja gar nicht. Aber jetzt nicht nochmal. Wenn man denn in so einem Bereich gefangen ist, dann ist das echt frustrierend. Wenn man nicht merkt. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz leicht, ganz nah. Hier gehen solche Arme lang. Ist hier irgendwo so ein Auge zu sehen? Da oben ist irgendwas, was sich bewegt. Ich glaube, von hier oben komme ich da einfach nicht an dieses Auge. Nee. Verschlossen.
Der Umriss eines Vogels. Sieht aus wie ein Rätsel. Kann's nicht einmal leicht sein? Ja, genau. Hier in der Ecke waren wir doch auch schon. Von der anderen Seite verschlossen. Genau, das ist diese Ecke. Wo ich auch unbedingt hin will, um diesen Quarz zu holen. Aber ich habe nichts, um diesen blöden Strom... Kann ich da hin, wenn ich... Halte ich jetzt das Licht an oder aus beim Aufzug? Ich weiß es nicht mehr. Nicht Licht, Strom. Der ist da drüben. Das ist aus. Wird jetzt auch nicht viel bewirken, wenn ich es anmache. Ich glaube nicht, dass das dann aufhört. Ich weiß halt auch nicht wofür, ob das jetzt für den Aufzug ist oder für was anderes. Man kann es jetzt nur versuchen. Gucken, ob sich da was tut, wenn man da jetzt reingeht und... Ne, ist noch genau das gleiche in grün, sozusagen. Weil ich auch den anderen Weg hätte gehen können. Guck mal hier durch. Ich werde hier noch eine Weile durch die Gänge irren, denke ich mal. Ehe ich zur Lösung komme. Deshalb sage ich, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.